Mit der dritten Generation des Mazda 3 setzen die Japaner voll auf die neue Kodo-Designlinie. Entsprechend dynamisch und sportlich präsentiert sich der 4,46 Meter lange Fünftürer. Auch punkto Fahrverhalten gibt sich das Modell sportlich agil. Die direkte Lenkung und das präzise Sechsgang-Schaltgetriebe hinterlassen ebenfalls einen positiven Eindruck. Mit dem 100 PS starken Basisbenziner werden Alltagsaufgaben solide bewältigt. Zügiges Fortkommen erfordert aber häufiges Schalten. Im Schnitt verbrauchte das Testauto 6,8 Liter auf 100 Kilometer. Geräumig geht es im Innenraum zu. Sowohl vorne als auch auf den Rücksitzen ist genug Platz. Lediglich die Kopfhöhe hinten ist etwas eingeschränkt. Der tief angesetzte hintere Türausschnitt erfordert zudem besonders vorsichtiges Ein- und Aussteigen. Beim neuen Mazda 3 steht die Fahrdynamik und die attraktive Optik im Vordergrund. Durch die sportliche Silhouette ist aber leider ein bisschen der Zustieg zur zweiten Reihe eingeschränkt. Ein neuer 7 Zoll Touchscreen fungiert als Info- und Multimedia-Zentrale. Die Bedienung ist auch über einen Multifunktionsknopf in der Mittelkonsole möglich. Zwei USB-Anschlüsse befinden sich in der Mittelablage. Smartphones können drahtlos in das System eingebunden werden. Das gut dimensionierte Gepäckabteil fasst 364 Liter in Grundstellung und bis zu 1263 Liter bei umgelegten Rücklehnen. Die Ladefläche bleibt dabei stufenfrei. Der neue Mazda 3 kostet als 100 Benziner PS starkes Basismodell eMotion ab 16.990 Euro. Benziner-Versionen mit 120 und 165 PS sowie ein 150 PS Diesel stehen ebenfalls zur Verfügung. Je nach Ausstattung sind zahlreiche Assistenzsysteme und weitere aktuelle Features wie etwa ein Head-Up-Display erhältlich. In Top-Ausstattung überschreitet das Fahrzeug schließlich die 30.000 Euro Marke.